So, schlafen? Nein, nicht da. Nein, nicht da. Da ist schlafen. Du, Auge, du, Fackellicht. Nicht du, sondern du, Segen. Und dann laufen wir einmal durch und versuchen ein, zwei Feuerbälle zu landen. Dafür könnten wir Schutz vor Feuer gebrauchen. Und du, Mama, hin, du. Und wo kommst du her? Und du? Kommt ihr doch hier hoch. Okay. Gib ihm. So. Lauf, 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 lauf. Enter. Ja, das sieht gut aus. So, du, zaubern, Feuerball. Da rein. Fast alle erwischt. Sehr gut. Du, Feuerball. Wusch. Sehr gut. So muss das sein. Und nochmal da hinten noch die Schwachen. Die Starken hier, hier vorne können wir fokussen. Genau. Es sind gar nicht mehr so viele. Ein Roter, der auf 50% ist. Ja, nee, komm. Keine Feuerbälle mehr. Jetzt wird geprügelt. Und du auch noch. So. Gold ist, doch, 80, 100, ist okay. Gucken, was wir hier oben noch haben. Mehr Zwerge. Oh, und Fässer. Weißes Glück, das bekommst du. Leer, grün, grün, grün. Bekommen wir Dalana. Die kann es gebrauchen. Noch mehr Gänge. Oh. 1068 Gold. Oh, ist immer schick. 169 mehr. Ein Schutz. Zip. Wir müssen unbedingt gleich einkaufen gehen. 33.000 Gold, davon können wir uns fast zwei Lichtzauber kaufen. Komm, komm, komm. Also diese tollen Buffs, die alles in einem machen. Ach, schon wieder ein Sturz. Du hast doch richtig viel Glück, oder? Okay, 31. Hm. Aber mehr als die anderen. Oh, hallo Zwerge. Wo geht's da hoch? Ich denke, ich sollte da vorher nochmal schlafen. Obwohl es mit den Zauberpunkten echt gut aussieht inzwischen. Wobei man sagen muss, Talana benutzt doch nicht gerade den kostspieligsten Zauber. Wir sollten ihr vielleicht mal einen neuen Feuerzauber kaufen. Schwarze Flüssigkeit. Gerogon? Jo, Gift. Wir können kein Gift heilen. Immer noch nicht. Ich hätte schwören können, wir hätten das geholt. Okay. Es hat geklappt. Geschafft. Es hat geklappt. So. Du heil sie. Und noch ein großer Raum voll mit Fledermäusen und Zwergen. So, Fledermäuse kaputt. Mehr Fledermäuse kaputt und wir auch. Hoppla. Bei wie viel Minus bist du denn? Minus 9. Oh, da könnte ein Trank reichen. Genau. Da machst du jetzt noch einen Feuerball und zwar da hinten hin. Und du halt sie bitte selber. Genau, dann machst du noch einen Feuerball. Ups. Das meinte ich mit Treffen aus Versehen. Du Wunden heilen da. Hauen. Heilen. Hauen. Zaubern. Oh. Okay, bring erstmal Gerogon hoch. Dich vielleicht auch noch ein bisschen.
Okay, noch einmal hier rüber und jetzt könnt ihr anfangen, Murren zu heilen. Oh. Repariert. Ja, stimmt, das sollten wir nicht vergessen. Repariert. Immer schön reparieren zwischendurch. Heil, 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 heil. Na komm, heil sie mal kurz. Und heil sie doch mal. So. Und gib ihm. Bolzen trifft für 5. Menno. So, jetzt aber. So, den Raum hätten wir auch geschafft. Habe ich hier noch ganz viele Fledermäuse. Irgendwo hier in der Nähe. Das hätte sich angeboten für einen Geheimgang. Oh, nö. Okay. Die kommen mit. Was haben wir denn hier? Mehr Fledermäuse. Feuerball. Genau. Bald ist wieder schlafen angesagt. Aber wir kommen ziemlich gut voran. Ich denke, hier wird keine wirklich große Bedrohung auf uns warten. Und wir bekommen Fässer. Und Gold. Und ein bisschen Erfahrungspunkte, denke ich auch. So, hier schlafen können wir nicht. Hi, da. Genau, das wird an den Fledermäusen liegen. Wenn die hier tot sind, müssten wir in den Raum unten links, also hier, jetzt schlafen können. Ja, gut. Schlaf, schlaf. Fackellicht, Segen. So, und jetzt räumen wir hier zu Ende auf. Hoffentlich. Ein Ring. Ja. Was auch immer wir genau hier in den Minen überhaupt machen. Außer rumzuabenteuern. Wirklich einen Auftrag hierfür haben wir ja nicht. Aber sei es drum. Du. Hey, du. Au. Hoppla. Es macht einfach zu viel Spaß mit dem Feuerball. Ich sollte viel mehr aufpassen. So, lay. Ist ein bisschen krumpig darüber, dass sie andauernd heilen muss, obwohl wir gerade erst geschlafen haben. Und wir benutzen jetzt keine Ader, wenn sie noch so niedrig sind, die Leute. Also an Trefferpunkten. Du heil dich. Und danach bitte Talana. Warum sieht zwar auch verwundet aus, aber die hat mehr Trefferpunkte als Talana. Wir haben so ein Glück. Oh, da sind noch viel mehr Punkte. Aber die Tür ist irgendwie zu. Einen Knopf hat man doch gerade eben gedrückt. Wäre doch gelacht, wenn hier nicht irgendwo noch ein zweiter wäre, ha? Oh, da haben wir irgendwo einen Schlüssel. Kistenschlüssel. Ein komischer Ring. Ganz viele komische Ringe. Nö, Schlüssel haben wir keinen gefunden bisher. Was war eigentlich hier drin, außer den Fässern? Nix, ne? Keine Fackel, die man ziehen kann, kein Knopf, kein... gar nichts. Du, neues Fackellicht. Okay, es gab ja noch eine andere Ecke hier in den Minen, wo wir nicht waren, nämlich von dem großen Raum aus nach Westen. Waren wir hier schon? Ja. Also, großer Raum ist hier. Gleich um die Ecke. Und dann da. Oh. Permanent 5 Magieressenz. Sehr schön. Die kriegt Girogon. So. Plus 5 Giftresistenz. Nee. Magieresistenz ist irgendwie immer toller. So, kein Feuerball diesmal. Komm, haltet das aus, prügelt euch durch und ist gut. Einer ist krank geworden. Das wäre jetzt auch schön, wenn er gerade Giftresistenz bekommt und dann vergiftet wird im Anschluss.
Aber das war eine Krankheit, das passt schon. Aha. So, was für Fässer? Einmal leer, einmal blau und einmal leer. Blau war für dich. Aber kein Knopf. Das ist jetzt nicht so schön. Hinter dem Wasserfall da vielleicht? Nö, helle Bade. Hat eigentlich eher nach einem Durchgang oder einem Schalter gehofft, aber... Ah ne, und hier geht's wieder raus. Na gut, vielleicht müssen wir erst später wieder hier hin. Wenn wir wirklich einen Auftrag dafür haben. Also, was noch jetzt? Nee. Also gehen wir einfach wieder raus. Wir haben ja 3 Stufenanstiege, wir haben jede Menge Gold, das wir ballern wollen. Das heißt, wir schauen raus, gucken uns da nochmal um, ob hier noch irgendwas ist. Das war ja unser eigentlicher Auftrag hier in der Ecke. Wir wollten gucken, was hier noch so zu holen ist. Aber nee, hier wird nichts mehr sein. Gut. Ganz viele Leichen, die alle nur ein paar Gold haben, die lassen wir liegen. Porten wir uns mal in die nächstbeste Stadt. Hallo, Mist. Trainingshalle. Willst du eine weitere Lektion? Gute Arbeit. Gute Arbeit. So. Sachen zum Verkaufen. Bogen, Hellebarde. Das war's. Verzauber einen Ringer. Intellekt plus 10. Nicht für dich, für dich. Der kann auch noch verzaubert werden. Der kann weg. Der kann weg. So, Punkteverteilung. 15 Punkte hast du. Luftmagie wollte ich eigentlich auf Meisterrang bringen, ne? Aber Wasser müssten wir eigentlich erst Meisterrang bekommen, wegen Verzaubern und Dingens. Also da Punkte rein. Du solltest Licht lernen. Und Dunkelheit. Wahrscheinlich eher erst Dunkelheit. Ja, die Punkte bewahren wir erstmal auf. Also wir wollen von hier weg. Wir wollen zu irgendeiner Stadt, wo wir Licht und Dunkel lernen können. Das wäre wahrscheinlich die Stadt der Werwölfe. Aber da ist er wieder hinfinden. Schmugglerbucht Osten ein. Burg Ironfist. War die falsche Wahl. Weil von hier aus kommen wir nicht nach Freehaven mit dem Boot. Warten. Warten. Okay, die sehen nicht gut aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von Mist aus nach Freehaven kommen. Warten. Ironfist. Nö. Das war jetzt mehr als genug Tage. Ärgerlich. Okay. Schmugglerbucht Ost. Von hier aus... Können wir zwischen Wasser wandeln? Ja. Hops. So, dann laufen wir einfach nach Freehaven. Wäre doch gelacht. So, hatten wir hier eigentlich noch was? Oh. Wir haben schon mal Ex-Menschen. Und wo ich den Brunnen da gerade sehe. Für die Aufgabe von Talana müssen wir den Brunnen der Magie finden. Und der wird wohl in der Nähe sein von Mist. Und Schmugglerbucht ist ziemlich nah an Mist. Also sollten wir uns den ja gleich mal angucken. Und eventuell die anderen Inseln mal abklappern. Du. Auge. Ach, da bist du versteckt. So. Also, was machst du? Gift. So. Was warst du?